Kiwi. Wir sind hier nochmal aus Leipzig und ich habe hier nochmal was vorbereitet zum 3DS. Alle älteren DS-Modelle und der 3DS im Größenvergleich. Ja, auf der linken Seite haben wir zuerst den Ur-DS, auch schon mit erheblichen Gebrauchsspuren, der ist ja 5-6 Jahre alt. Dann den DS Lite daneben, danach der DSi in Weiß, dann den DSi XL, der größte von allen, und den 3DS ganz am Schluss. Und bei den letzten drei Modellen, wie ihr seht, haben wir nochmal einen kleinen Grafikvergleich ermöglicht. Bei allen drei Geräten ist Animal Crossing Wild World eingelegt. Und wie ihr seht, hat sich die Grafik dezent verändert, je nach Größe des Handhelds. Also beim DSi XL ist der Bildschirm natürlich viel, viel größer. Und wir haben beim 3DS ein Weichzeichner auf dem Touchscreen. Das liegt einfach daran, weil der Bildschirm ja eine höhere Auflösung hat und das deswegen ein bisschen anders dargestellt wird. Hier oben auf dem Topscreen seht ihr noch, dass an den Rändern etwas abgeschnitten wurde. Das liegt einfach daran, weil die Bildschirme vom normalen DS, von den anderen DS-Modellen natürlich viel oder ein kleines bisschen kleiner waren als der 3DS-Topscreen, der ja wegen dem 3D-Effekt so hoch angepasst wurde. Das vielleicht als kleiner Eindruck zu den Modellen. Hier anschließend nochmal ein Vergleich von mehreren Geräten. Wir haben mal alles rausgekramt, was wir so im Portable Gaming Lager gefunden haben. Also hier habt ihr die DS-Modelle und den 3DS ganz rechts. Oben habt ihr die beiden PSP, Sony PSP 1.0 und 2.0. Hier auf der rechten Seite den iPod, einfach mal zum Vergleich. Und unten seht ihr die älteste Generation quasi, den Game Boy Color, den Game Boy Advance SP und Game Boy Micro. Game Boy Advance Classic fehlt hier leider, aber ich denke mal, für einen Eindruck ist es auf jeden Fall doch recht authentisch. Und abschließend wollen wir euch die DS-Modelle nochmal im geschlossenen Zustand zeigen. Nur nochmal als kleiner Eindruck, wie die nebeneinander aussehen, auch von der Höhe her. Da sehen wir auf jeden Fall, dass der Ur-DS war ja noch ein ziemlich klobiges Teil, das sieht man hier auch sehr gut. Hier die Kameras vom DSi und DSi XL und beim 3DS sind die beiden Außenkameras hier vorne angebracht. Das war dann schon unser kleines Video zu den DS-Modellen im Vergleich mit anderen Geräten. Wir sehen uns dann wieder auf der Website. Macht's gut!